Es ist eine Zeitenwende für Afghanistan und für die westliche Welt. Die radikal-islamistischen Taliban haben nur kurz nach dem Abzug der von den USA geführten internationalen Truppen die Macht im Land übernommen und das sogenannte Islamische Emirat Afghanistan ausgerufen. Bewaffnete Kämpfer kontrollieren die Straßen, zeitweise chaotische Zustände am Flughafen von Kabul. Menschen versuchten verzweifelt, das Land noch zu verlassen. Angehörige westlicher Botschaften und Organisationen sowie afghanische Helfer werden ausgeflogen. Es ist ein schmachvoller Abzug der internationalen Gemeinschaft, die eigentlich Frieden und Demokratie in das Land bringen wollte. Wir fragen heute: Sieg der Taliban, Rückkehr des Terrors? Herzlich willkommen zu Auf den Punkt, verehrte Zuschauer. Und das gilt natürlich auch für meine Gäste. Jessica Berlin, die Deutsch-Amerikanerin, ist politische Analystin und hat mehrere Jahre für die deutsche Entwicklungshilfeorganisation GIZ in Afghanistan gearbeitet. Sie ist überzeugt, nach 20 Jahren hat der Krieg gegen den Terror in Afghanistan vielleicht mehr Terroristen erzeugt als bekämpft. Michael Lüders, Nahost-Experte, er meint, die Lehre aus Afghanistan: Wir sollten uns verabschieden von sinnlosen NATO-Einsätzen jenseits von Landesverteidigung. Und aus Bonn zugeschaltet ist uns Ahmad Wali Azakzai. Er arbeitet für die Dari- und Pashtu-Redaktion der Deutschen Welle und glaubt, die Taliban sind Kämpfer. An der Bildung eines Staates werden sie scheitern. Mit Ihnen möchte ich anfangen, Frau Berlin. Waren Sie auch so überrascht wie eigentlich alle politischen Beobachter und auch Politiker davon, dass die Taliban innerhalb von Stunden und nicht innerhalb von Wochen Kabul, die Hauptstadt, erobert haben? Auf jeden Fall. Wir haben alle schon damit gerechnet, dass Kabul in große Gefahr steht, dass es vielleicht nur eine Frage von Monaten oder sogar Wochen sei, bis Kabul fällt. Aber dass diese Entwicklungen über das Wochenende, dass das binnen Stunden geschieht, hat keiner wirklich kommen gesehen. Es war ein bitterer Tag. Herr Lüders, Chaos, Desaster, Blamage, außenpolitischer Offenbarungseid, das sind nur einige von vielen Formulierungen, die Journalisten benutzt haben, um diese Szenen, die sich abgespielt haben, in Kabul zu beschreiben. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, natürlich waren die maßgeblichen Akteure davon überrascht, von dieser Entwicklung. Und die Schnelligkeit war sicherlich sehr, sehr erstaunlich. Aber im Kern hat es sich ja schon seit Längerem abgezeichnet, dass es hier zu einem Machtwechsel kommen würde in Afghanistan. Im Grunde genommen musste man skeptisch werden, als vor 3 Jahren die USA, damals unter Präsident Trump, angefangen haben, nicht mehr mit der Regierung in Afghanistan zu reden, sondern sich stattdessen mit den Taliban zu unterhalten in Doha, der Hauptstadt von Katar, und Deals zu machen und sich darauf zu verständigen, wie man denn nun die Zukunft und das Miteinander gestaltet. Das war ja schon sehr ungewöhnlich. Die Regierung spielt auf einmal keine Rolle mehr. Also mit den Taliban hat man über lange Zeit hinweg verhandelt. Auch die Bundesregierung hat das getan. Insoweit war klar, dass dieses System in Kabul fallen würde. Es war auch nicht mehr überlebensfähig. Viele haben gesagt, wie konnte das denn passieren? In diese Kürze der Zeit und so weiter. Ja, weil dieses Regime, diese Regierung in Kabul war doch im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, eine Marionettenregierung westlicher Interventionsmächte, vor allem der USA. Und die haben das Problem gehabt, dass diese Marionettenregierung außerhalb von Kabul so gut wie keine Unterstützung gefunden hat, jenseits der dünnen Mittel- und Oberschicht. Wali, wie sehen Sie das? Wie ist diese schnelle Einnahme von Kabul passiert? Also ich schließe mich Herrn Lüders an. Ich glaube nicht, dass das nicht vorauszusehen war. Aber dass es so schnell ging, das war nicht vorauszusehen. Aber das Kind ist spätestens im Februar 2020 in den Brunnen gefallen, als USA mit Taliban diesen Vertrag geschlossen haben, ohne die afghanische Regierung zu beteiligen. Reden wir doch noch mal kurz über die afghanische Armee, die so gut wie keinen Widerstand geleistet hat und den Taliban, zumindest was die Einnahme von Kabul anging, freie Hand gelassen hat. Wie können Sie sich das erklären? Es ist die Frage, die zurzeit sehr oft gestellt wird, und man versucht dafür eine genaue Antwort zu finden.
Ich persönlich glaube, dass das damit zu tun hat, dass die Afghanen kriegsmüde sind und darunter auch die Soldaten. Sie erhalten, ich glaube, zwischen 60 und 70 Euro pro Monat. Und sie haben für eine Regierung gekämpft, die bis zum Knochen korrupt war. Das war keine demokratische Regierung. Herr Lüders hat das ausgesprochen. Also könnte man sagen, fast eine Marionettenregierung. Da haben sich wahrscheinlich viele Soldaten gefragt, ja, wofür sollen wir uns dann aufopfern? Wofür sollen wir uns töten lassen oder wofür sollen wir die anderen töten? Und sie haben einfach kampflos aufgegeben und haben nicht gekämpft. Vor allem, wenn man das vor Augen hält, dass es keine Fremde waren in dem Sinne, dass es keine Ausländer waren. Also die Afghanen, da sind die meisten Afghanen sich einig, ausländische Soldaten sind nie da willkommen. Das sagt uns auch die afghanische Geschichte. Aber bei Taliban war das anders. Da sind auch Glaubensbrüder gewesen. Und ich glaube, das hat auch da eine Rolle gespielt, dass man nicht gekämpft hat. Frau Berlin, der amerikanische Präsident hat ja mehrfach gesagt, die Taliban müssen für ihr Land jetzt selber kämpfen. Aber was soll die afghanische Armee machen, wenn sie sieht, dass ihr Präsident als einer der ersten in Pantoffel das Land verlässt? Genau, diese Aussage von Joe Biden war für seine binnenpolitischen Interessen ausgesagt. Es ist völlig unrealistisch, dass die afghanische Armee, wie unser Kollege in Bonn gesagt hat, für eine Regierung kämpft, die nicht für ihr eigenes Volk kämpft. Die afghanische Regierung hat seit 20 Jahren die Chance gehabt, mit allen Mitteln der Welt, mit allen Geldern und Unterstützung der Welt, ein neues Afghanistan aufzubauen, die Armee zu trainieren. Das Geld war da, aber die Wille nicht. Viele Leute sind sehr, sehr reich durch diesen Krieg geworden und die Soldaten gehörten nicht dazu. Das sind zum Teil sehr arme Leute von armen Familien. Und wenn sie nicht mal rechtzeitig ihre Gehälter beispielsweise bekommen, selbst die kleinen Gehälter, die ihnen zugewiesen waren, haben sie nicht erhalten. Selbst medizinische Versorgung für verwundete Soldaten war nicht vorhanden. Diese jungen Männer konnten nicht ernsthaft ein Land und eine Regierung verteidigen, wo die Wille und die Macht der USA nicht dahinter stand. Und Joe Biden hat schon klar gemacht, wir werden diesen Herbst gehen. Die USA wird nicht länger als den 11. September 2021 in Afghanistan sein. Und das hat schon die Uhr für die Taliban gestartet. Jeder wusste dann, es ist nur eine Frage der Zeit. Und eigentlich, und das ist das Allerbitterste, eigentlich war das schon die Strategie der Taliban diese ganze Zeit. Sie wussten, sie haben das Geld, die Ausländer haben das Geld und die Waffen. Wir haben aber die Zeit. Wir müssen nur warten und irgendwann sind die Ausländer kriegsmüde und sie werden gehen und dann sind wir wieder dran. Und leider sind wir jetzt an diesem Punkt gekommen. Die Frage ist, Herr Lüders, Biden hat ja im Grunde genommen 1:1 umgesetzt, was Trump geplant hatte. Und es ist ja auch in Ordnung, sich aus dem Land zurückzuziehen, wenn man sieht, man kann die weitergehenden Ziele nicht mehr erreichen. Aber war der Abzug so, wie er jetzt Gestalt angenommen hat, der Amerikaner richtig? Naja, ich bin der Meinung, es hätte keinen Unterschied gemacht, ob die Amerikaner noch 1 oder 2 Jahre länger geblieben wären. Wären sie länger geblieben, dann hätte dieses Regime noch 1, 2 Jahre länger überlebt. Aber am Ende wäre das Ergebnis dasselbe gewesen. Die Taliban hätten die Macht übernommen. Es gab wahrscheinlich auch geheime Absprachen zwischen verschiedenen militärischen Kommandeuren und den Taliban. Die Taliban sind sehr geschickte Verhandlungsführer. Das muss man ihnen lassen. Sie sind ohnehin sehr kriegserfahren. Der Unterschied zu den westlichen Interventionstruppen ist, dass sie erstens das Land sehr, sehr genau kennen. Dass sie sehr bescheiden sind. Sie brauchen nicht viel, um zu leben. Ja? Und gleichzeitig wissen sie, wie das Land funktioniert. Das bedeutet, sie haben anders als in den Jahren 96 bis 2001, als sie schon mal an der Macht waren, sind sie gezielt zugegangen auf andere religiöse, auf ethnische Minderheiten, auf Tadschiken, auf Usbeken, haben mit denen, mit deren religiösen Führern verhandelt und versucht, Deals zu machen, damit sie die Machtübernahme der Taliban akzeptieren. Dazu müssen sie im Gegenzug natürlich gewisse Zugeständnisse machen, konnten ihre sehr rigide Ideologie in dieser Form natürlich nicht
nicht umsetzen, werden das wahrscheinlich auch in Zukunft nicht können. Also die Taliban haben einen klassischen Guerillakampf geführt. Und es ist interessant zu sehen, dass die Amerikaner aus ihren historischen Erfahrungen nichts lernen. Sie haben in Vietnam gegen Sandalenkrieger verloren. Im April 1975 sind die letzten Amerikaner abgezogen. In Irak haben die USA versucht, ebenfalls eine irakische Armee aufzubauen, mit dem Ergebnis, dass 2014, als der Islamische Staat vorrückte, diese Armee quasi pulverisiert wurde innerhalb kürzester Zeit. Die sind einfach geflohen. Aus denselben Gründen wie in Afghanistan, wie wir schon gehört haben, dass nämlich die einfachen Soldaten sich gefragt haben, warum soll ich da mein Leben riskieren für so ein korruptes Regime? Das funktioniert nicht. Und das ist das Problem. Wir müssen uns vorstellen, diese militärische Intervention, die 2001 als Ergebnis von 9/11 der Terroranschläge in den USA erfolgt ist, war ein geostrategischer Schachzug der USA. Es ging nicht um die Förderung von Demokratie, Menschenrechte und das, was man uns alles erzählt hat, die Bundeswehr in Afghanistan, damit die Mädchen zur Schule gehen können, damit die Bundeswehr Brunnen bauen kann. Das ist alles für die einheimische Bevölkerung. Das ist das, was man ihnen erzählt. Es ging um Geostrategie. Die Deutschen haben als Juniorpartner die Interessen der USA, der NATO in Afghanistan vertreten. Was wollten die Amerikaner? Sie wollten natürlich geostrategisch gegenüber Russland, gegenüber China, ein wichtiges Schlüsselland, kontrollieren, politisch kontrollieren. Und das ist jetzt gescheitert. Das wird für die USA perspektivisch noch Probleme haben. Denn geostrategisch, die Gewinner, diejenigen, die mit den Taliban jetzt reden werden, unsere tun das ja nicht, erst für den Moment, aber die Russen und die Chinesen, die werden mit den Taliban Deals machen. Und deswegen werden die Taliban auch außenpolitisch wichtige Verbündete bekommen. Lassen Sie uns einen Augenblick noch bei den Taliban bleiben. Viele fragen sich, wer sind diese Leute überhaupt, die jetzt alle Welt das Fürchten lehren? Und wollen die Gotteskrieger jetzt anders zu Werke gehen als vor 20 Jahren, als sie schon einmal an der Macht waren? Selfie mit Taliban. Manche der Afghanen sehen die selbsternannten Gotteskrieger wohl auch als Befreier von den westlichen Soldaten. Als die Taliban nach der Eroberung des Landes in den 90er Jahren schon einmal ein islamisches Emirat Afghanistan ausgerufen hatten, folgte eine 10-jährige Schreckensherrschaft, bis die internationalen Truppen unter Führung der Amerikaner das Terrorregime der Islamisten gestürzt haben. Jetzt geben sich die Taliban moderater. Sprecher erklären den Krieg für beendet und versprechen das, was die Afghanen erwarten und hören wollen: Ruhe und Ordnung für das Land. Die Taliban sind jetzt auch Verhandlungspartner für all jene Länder, die ihre eigenen Macht- und Sicherheitsinteressen in der Region durchsetzen wollen. China ist unter anderem an den seltenen Erden im Land interessiert. Iran fürchtet ebenso wie Pakistan eine neue Flüchtlingswelle. Der Westen fürchtet den Export von islamistischem Terror. Aber Fundamentalisten und Gemäßigte innerhalb der Taliban ringen um die Vorherrschaft. Wohin steuert Afghanistan unter den Taliban? Ja, wohin steuert Afghanistan unter den Taliban, Wali? Was meinen Sie? Also das, was die Taliban sich vorgenommen haben, scheint sehr schwierig realisierbar zu sein. Die Taliban haben sich eine unmögliche Aufgabe angenommen. Sie wollen einen auf Scharia basierten Staat ausrufen, der möglichst international anerkannt werden soll und in dem alle Afghanen sich und ihre Ideen wiederfinden können. Das gleicht aber mehr der Aufgabe der Quadratur eines Kreises finden zu wollen. Sie wollen die Geschicke der Regierung führen, obwohl sie dafür weder Ausbildung noch Erfahrung haben. Mehrere Zehntausende ihrer Kämpfer sollen von heute auf morgen von Kampfmaschinen zu Polizisten und Beamten werden. Sie wollen, dass die Ärzte, Krankenschwestern, Journalisten, Ingenieure und andere Fachkräfte das Land nicht verlassen. Aber gleichzeitig haben sie damit angefangen, die Chefetagen schon mit Taliban zu besetzen, die als Islamgelehrte nun Krankenhaus, Regierungsämter und so weiter führen müssen sollen. Wenn wir das Beispiel anschauen, dass es in Scharia zum Beispiel Zinsen verboten ist, dann müssen wir fragen, wie wollen die Taliban dann das Bankwesen und Anbindungen mit internationalen Wirtschaft realisieren. Also es gibt viele weitere Aspekte und Beispiele, woraus folgt, dass die Taliban sich eine unmögliche Aufgabe gestellt haben. Und ich stelle mir da sehr, sehr schwierig vor. Sie haben es eben schon kurz angesprochen, dass die Taliban ja eben nicht, wie man hätte erwarten können, den gesamten
gesamten Staatsapparat erstmal entlässt und mit eigenen Leuten besetzt. Das ist natürlich erstmal gut für diese Menschen, die ja echte Experten auf ihrem Gebiet sind. Auf der anderen Seite wirft das für mich die Frage auf, hätten die Taliban das alleine einfach nicht geschafft? Und dann haben, wenn sie das eingesehen haben, dann haben sie ja offenbar dazugelernt, wenn man das vergleicht mit den 90er Jahren. Also sie haben jetzt die einfache Arbeiter und Menschen, die da im Büro arbeiten, in Ämtern arbeiten, eingeladen, weiterhin zu arbeiten. Männer als auch Frauen. Und zwar mit der Einschränkung, dass die Frauen nur die Jobs ausüben können, arbeiten können, wo sie Scharia-konform auftreten. Die Taliban haben aber in den 90er Jahren, und das ist auch jetzt zu sehen, sie haben die hohen Posten, Chefetagen mit eigenen Leuten besetzt. Das heißt, da fragt sich schon der Fachmann, wie kann ich einem Taliban-Chef gerecht werden, wenn er keine Ahnung davon hat. Und ich glaube schon, dass das ein Grund sein könnte, dass viele Menschen dann nicht zur Arbeit erscheinen oder vielleicht sogar das Land verlassen. Also da müssen die Taliban schon die Leute an richtigen Stellen mit richtigen Kenntnissen einsetzen. Jessica, wie sehen Sie das? Haben die Taliban dazugelernt? Sie haben ja offenbar Kreide gefressen. Das haben ja die ersten Pressekonferenzen gezeigt. Sie haben schon einiges gelernt. Aber eine Pressekonferenz zu führen, ist nicht das Gleiche wie ein Land mit 30 Millionen Menschen zu verwalten. Meine Freunde in Afghanistan, damals, als ich dort gelebt habe, und als sie von den alten Zeiten unter der Taliban geredet haben, sie haben darüber gelacht, sogar wie der Müll nicht mal gesammelt wurde und solche Sachen. Also wirklich von klein bis hoch Energiepolitik, staatliche Finanzierungen. Wie soll das alles gehen ohne Fachkenntnisse, ohne Menschen, die solche Systeme und Verwaltungsstrukturen steuern und kontrollieren können? Natürlich, die Taliban wird keinen modernen Staat machen können, was unter Scharia lebt. Die große Gefahr ist, wie die Kollegen auch angetippt haben, dass Finanzierungen eben doch kommen, aus Russland beispielsweise, durch Energie- und Rohstoffenaufträge mit China, Russland und andere Länder in der Region. Das ist die Gefahr, dass sie eben andere Finanzierungsquellen finden und das Land zwar beherrschen, aber dass es den Menschen, dass es der Bevölkerung dann im Land extrem schlimm geht, wie eigentlich jetzt schon. Und die Gefahr ist eben, wir reden jetzt von den Zuständen, die wir eigentlich schon vor 20 Jahren genau hatten. Ein Land, was nicht verwaltet wurde, wo die Menschen in extremer Armut gelebt haben, wo dann, sagen wir mal, Bad Actors aus der internationalen Gemeinschaft Fuß fassen konnten und ihre eigenen Interessen und Ziele pushen konnten. Und wir sind jetzt nach 20 Jahren genau wieder an dem Punkt. Aber zumindest haben die Taliban ja in diesen Pressekonferenzen angekündigt, dass sie eben Frauen und Mädchen die Möglichkeit geben wollen, sich schulisch und universitär weiterzubilden. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Oder ist denen nicht zu glauben? Das hat er bestimmt von Kellyanne Conway gelernt. Es tut mir leid, aber ich glaube es ihm kein Wort. Und das tun die Afghanen auch nicht. Frühere Sprecherin des US-Präsidenten. Genau. Was glauben Sie? Kann man hinzufügen den, Der Kollege wollte, glaube ich, gerade noch. Ja, bitte schön, Wally. Also die Taliban haben auf jeden Fall, da stimme ich zu, einen neuen Anstrich bekommen. Nach Übernahme von Kabul scheinen sie sich die Taliban persönlich zu zeigen. Also sie haben eine generelle Amnestie ausgerufen. Niemand soll mehr verfolgt werden. Männer und Frauen sollen zu ihrer Arbeit und Büros, wie vorhin gesagt, und Mädchen und Jungen ab sofort wieder zur Schule gehen. Nach Taliban-Angaben wollen sie eine inklusive Regierung bilden, die für die internationale Gemeinschaft und alle Afghanen akzeptabel ist. Sein soll und oder werden soll. Das Problem ist aber, dass ihre Kämpfer es ihnen sehr schwer fällt, diese Schalter von Krieg jetzt auf normal umzulegen. Und da haben wir Videos aus dem Osten von Afghanistan, von Khost-Provinz gesehen, wo ein paar junge Männer versuchen, diese dreifarbige afghanische Fahne zu hitzen und die Taliban, sie fangen an zu schießen. Also
das ist sehr, sehr schwierig. Menschen, die im Leben sehr wenig gesehen haben als Krieg, dass sie diese Dinge, die die Taliban-Sprecher in Kabul verkünden, tatsächlich umzusetzen. Das scheint sehr schwierig zu sein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt nur dazu. Die Taliban, wir reden davon, als wäre das eine Einheit. Ist sie nicht. Es gibt die politische Taliban natürlich, aber Afghanistan ist ein großes Land und in jeder Region, es gibt verschiedene Powerholders, Machtinteressen, Gruppen, ethnische Gruppen etc. Und wenn, selbst wenn sie zur Taliban gehören, das heißt nicht gleich, dass wenn ein Befehl von oben kommt, dass sie alle mitmachen. Und genau das Beispiel aus Jalalabad, die Proteste, die wir gestern gesehen haben, wo die Menschen mutig auf die Straße gegangen sind und haben die afghanische Nationalfahne wieder hochgehoben und die Taliban-Fahne niedergezogen. Und sie wurden dafür angegriffen. Und wie passt das jetzt in diesem neuen Bild des, der Taliban, dass wir doch Partner für die Zukunft Afghanistans sind, dass wir Menschenrechte schützen wollen und so weiter und so fort? Selbst wenn die Pressesprecher der Taliban das ernst meinen, selbst wenn das irgendwie doch ihr langfristiges Ziel sei, die Umsetzung, wie der Kollege in Bonn gesagt hat, wird ganz schwierig aussehen. Herr Lüders, trauen Sie den Taliban? Trauen Sie ihnen auch zu, dass sie sich verändern? Ich wage da keine Prognose. Grundsätzlich sind Menschen natürlich veränderungsfähig und die Taliban agieren nicht in einem Vakuum. Sie können es nicht riskieren, große Teile der Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Natürlich können sie die dann mit Gewalt unterdrücken, aber wohin soll die Reise dann gehen? Man muss auch, glaube ich, ganz nüchtern sagen, für die breite Mehrheit der Afghanen waren die letzten Jahre und Jahrzehnte eine einzige durchgehende Katastrophe. Seit 1978, 79 wird in Afghanistan Krieg geführt unter verschiedenen Allianzen, unter verschiedenen Oberbegriffen. Für die meisten Afghanen, und zwar für die auf dem Land, die ländlichen Menschen, nicht die in Kabul gelebt haben, das ist noch eine andere Kategorie. Aber die meisten Menschen sind erstens Analphabeten, zweitens, sie haben sehr, sehr wenig Geld. Sie versuchen irgendwie zu überleben. Und das ist das entscheidende Kriterium für die Menschen auf dem flachen Land, beziehungsweise in den Gebirgszügen. Das Land ist ja nicht flach. Aber die Frage wird sein, sind sie in der Lage, die Taliban der Bevölkerung eine Perspektive zu geben? Es wird jetzt bei uns diskutiert, ja, man muss die finanziellen Ströme in Richtung Afghanistan stoppen. Die USA haben alle Auslandsguthaben der Taliban, der afghanischen Regierung, der bisherigen, eingefroren. Etwa 9 Milliarden US-Dollar sind das. Die Bundesregierung will auch keine Gelder mehr überweisen an die Taliban, an die künftige Regierung. Nun, das Problem ist, wenn die Taliban kein Geld haben, werden sie sich erstens zwangsläufig in Richtung China und Russland orientieren. Und zweitens, ich meine, wenn wir so viel Elend noch mal potenzieren, dann wird es natürlich Flüchtlingsbewegungen geben. Das muss man doch ganz klar sagen. Also wir haben ein eigenes Interesse, auch als Deutsche, als Europäer, als Amerikaner, die Verhältnisse in Afghanistan nicht schlimmer werden zu lassen. Und ganz klar, also bei aller Kritik an den teils mörderischen Verhältnissen, die unter den Taliban geherrscht haben, es ist ja nicht so, dass die NATO in den 20 Jahren der Präsenz dort mit Bonbons um sich geworfen hätte. Es sind Tausende von afghanischen Zivilisten getötet worden, allein durch die Drohnenangriffe, die die USA geführt haben, dort in diesem Land, ohne Rücksicht auf Verluste. Das alles hat ja auch etwas zu tun mit der Wahrnehmung der Menschen dort. Und man sollte sich davor hüten zu sagen, jetzt wird es alles ganz schlimm. Es war bisher nicht alles gut, sondern es gab eine dünne Mittel- und Oberschicht, vor allem in der Hauptstadt Kabul, die hat profitiert von diesen Verhältnissen. Ja. Ich darf noch abschließend darauf hinweisen, dass ja die Afghanistan Papers, die berühmten, die Washington Post vor 2 Jahren veröffentlicht hat, 2000 Seiten geleakter Dokumente, schon aus denen ging hervor, dass die US-Regierung systematisch über Jahre hinweg die US-Öffentlichkeit betrogen hat über angebliche militärische Erfolge in Afghanistan. Und zweitens, der Krieg hat die Vereinigten Staaten alleine mehr als 2 Billionen US-Dollar gekostet. Und von diesen mehr als 2000 Milliarden US-Dollar sind nach Angaben der Afghanistan Papers mindestens 40%, also mindestens 800 Milliarden, geflossen in die Hände korrupter Regierungsvertreter, Beamter. Es gab kaum einen Minister in Afghanistan, der während seiner Amtszeit nicht Millionär geworden wäre. Also es ist nicht so, dass sozusagen Afghanistan ein gedeihliches Paradies war. Jetzt kommen die Taliban, jetzt wird alles ganz schlimm. Es ist eine Geschichte über Jahrzehnte hinweg der Gewalt, des Terrors, der Unterdrückung und der Ungleichheiten, was noch verschärft worden ist durch die nachfolgenden Interventionen von außen, erst durch die Sowjets und dann durch uns. Ich will noch mal kurz zu meinem Kollegen Wally nach Bonn gehen. Wally, die Taliban müssen auf jeden Fall, wir haben gehört, sie haben Geldprobleme.
Sie müssen auf jeden Fall ins Ausland schauen, um sich irgendwelche Geldquellen zu erschließen. Herr Lüders hat eben schon angedeutet, China könnte da ein Ansprechpartner sein und Russland. Aber selbst China und Russland haben doch Probleme mit islamistischem Terrorismus im eigenen Land. Die werden doch einen Teufel tun und die Taliban finanzieren, oder? Ja, ich kann nur sagen, dass auch die Taliban das bestimmt wissen, dass sie ohne ausländischen Hilfen diesen Staat können nicht zum Laufen bringen. Und ich bin der Ansicht, dass das auch ein Hebel ist, einer der von ganz wenigen Hebeln, womit man die Taliban vielleicht lenken könnte. Und wie Herr Lüders auch schon richtig gesagt hat, die Taliban haben aber auch Alternativen. Also wenn der Westen jetzt nicht mit Taliban in Kontakt tritt, da ist China, da sind die Russen und was wir auch vergessen, Opiumanbau in Afghanistan, da sind auch jährlich mehrere hundert Millionen, gar Milliarden, womit man halt sich das Geld beschaffen könnte. Und ich stimme auch Herrn Lüders zu. Also wenn die Taliban kein Geld haben, wird es am Ende wieder den Zivilisten, den Menschen schlecht gehen und was noch dann ein Grund sein wird, dass sie ihr Land verlassen. Und deshalb bin ich der Ansicht, dieser Draht zu Taliban darf man nicht verlieren. Spätestens jetzt wissen wir, dass militärisch dieser Konflikt nicht lösbar ist. Also Gespräche muss man weiterhin mit Taliban führen. Ja, Jessica, muss man mit den Taliban jetzt reden? Muss man sie ernster nehmen, als das vielleicht in der Vergangenheit, wo sie ja als Parias galten, nicht der Fall war? Ja, wir müssen mit ihnen reden. Die Frage ist, dürfen wir ihnen etwas versprechen? Und das sehe ich sehr, sehr schwierig in diesem Moment zum Beispiel. Die Taliban haben Zehntausende unserer Menschen, also Afghanen, afghanische Ortskräfte, die mit Deutschland, mit den USA, mit den anderen NATO-Partnerländern gearbeitet und gekämpft haben, die sitzen jetzt in der Falle. Und am Kabul-Flughafen, die Menschen kommen nicht durch, weil die Taliban den Zugang verweigert und blockiert, auch mit Gewalt. Und wir sitzen jetzt in einer Situation, wo das klare Ziel, dass wir unsere Leute, unsere Mitstreiter, die gefährdeten Afghanen und Afghaninnen rausholen müssten. 50.000 habe ich heute gelesen. 50.000 afghanische Ortskräfte. Ganz ehrlich, jeden Tag steigt diese Zahl. Und es ist die Frage, wer stellt die Liste? Wer kommt drauf? Studenten, Menschenrechtler, Journalisten, von wegen all die Leute, die mit uns gearbeitet haben und dazu ihre Familien, ihre Angehörigen. Und zum Beispiel in Deutschland, man redet von der Kernfamilie, das heißt die zwei Ehepartner und die Kinder unter 18. Aber afghanische Familienverhältnisse sind ganz anders. Kinder, die über 18 sind, gehören auch noch zur Familie. Eine verwitwete Schwester gehört dann zur Familie des Bruders, zum Beispiel die Eltern. All diese Fragen lassen diese Zahl, die 20.000, die 50.000, diese Zahl werden wir nie endlich nennen können. Aber jetzt in diesem Moment, wir stehen vor der sehr schwierigen Entscheidung, wie gehen wir jetzt mit der Taliban um? Können wir mit ihnen reden, sogar verhandeln, um diese Leute rauszuholen? Und was bedeutet das für die Taliban, für ihre Legitimacy in den Tagen danach? Ich denke, Herr Lüders, wir müssen mit den Taliban reden. Das geht gar nicht anders. Die sind jetzt die neuen Drahtzieher, die Machthaber in Afghanistan. Und wir wollen ja schon einiges erreichen. Wir als Westen, sage ich jetzt mal, die Amerikaner und die Europäer und die NATO-Staaten, wir wollen verhindern, dass die Taliban wieder zur Heimstätte des Terrors wird, beziehungsweise Leute wie Osama bin Laden schützen und abschirmen und ihr schlimmes Handwerk machen lassen. Glauben Sie, dass die Taliban daraus gelernt haben, was mit Osama bin Laden passiert ist? Der hat ja auch das Feuer der Amerikaner auf Sie gelenkt. Werden Sie in Zukunft den Terrorismus, den internationalen Terrorismus unterstützen?
Im Augenblick gehe ich nicht davon aus, dass das geschehen wird. Die Taliban werden nicht auf die Idee kommen, irgendwelchen chinesischen oder sonstigen Islamisten ein Forum zu bieten, ein Hinterland zu bieten, von dem aus sie agieren könnten. Man muss in diesem Kontext aber auch sachlich darauf hinweisen, dass nun die eigentlichen Drahtzieher der Terroranschläge des 11. September 2001, 15 und 19 Attentäter, kamen aus Saudi-Arabien. Einige von denen haben jahrelang in Hamburg gelebt. Trotzdem wurde Afghanistan bombardiert. Wir wissen heute aus der Geschichte, wie das gelaufen ist. Es gab schon lange Pläne, schon vor 9/11 seitens der damaligen US-Regierung unter den Neokonservativen von George W. Bush, dass man Regimewechsel in verschiedenen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens durchführen wollte. 9/11 war dann sozusagen der Anlass, der Vorwand, um sagen zu können, damit fangen wir jetzt mal an. Wenn es nach George Bush und anderen gegangen wäre, hätte man am liebsten als erstes den Irak angegriffen, um Saddam Hussein zu stürzen. Das ging aber nun schlecht, hatte beim besten Willen damit nichts zu tun. Und dann war es Colin Powell, damals Außenminister, das wissen wir heute, der gesagt hat, lass uns mit Afghanistan anfangen, das ist von der Dramaturgie her besser, dann knöpfen wir uns Saddam Hussein vor. Ja, so geschah es. Das ist auch sinnvoller, mit Afghanistan anzufangen, weil man vermutete ja zu Recht, dass Osama Bin Laden sich in den Bergen in Tora Bora aufhält. Ja, und hinterher stellte sich dann heraus, dass die letzten Jahre seines Lebens in Sichtweite der pakistanischen Regierungsbehörden in Islamabad verbracht hat. Und trotzdem ist man nicht auf die Idee gekommen, Islamabad zu bombardieren. Man muss also sehen, das war sozusagen eine Inszenierung, um geostrategische Interessen durchzusetzen und natürlich auch die empörte amerikanische Öffentlichkeit, ihr zu signalisieren, wir tun etwas. Aber Afghanistan ist nicht angegriffen worden, weil die Taliban nun schlimmer wären als die Herrscher in Saudi-Arabien, jetzt mal im Klartext gesprochen, sondern weil es eben ein schwaches Land ist. Saudi-Arabien ist ein enger Bündnispartner, wichtiger Erdöllieferant. Warum sollte man das Land bombardieren? Afghanistan hat das getroffen. Es gibt nichts zu beschönigen an den Taliban, aber es gab, auch das wissen wir, Geheimverhandlungen zwischen den USA und den Taliban zur Auslieferung von Osama bin Laden. Die hätten auch zum Erfolg führen können, aber dann ist der Weg der Gewalt beschritten worden. Ja, lassen Sie uns bitte kurz jetzt über die Opfer. Ja, nur dazu. Ja. Also Afghanistan war für Osama bin Laden und Al-Qaida eine Mittel zum Zweck. Und leider ist Afghanistan genau das auch dann geworden im Terrorkrieg, im Krieg gegen den Terror für die Amerikaner. Das Problem war nicht Afghanistan. Das Problem war Osama bin Laden und Al-Qaida. Und heute stellt sich die Frage, was wird das neue Problem sein? Afghanistan ist ein Ort, ein schwaches Land, genau, wo viele Interessen und viele böse Akteure reinkommen können. Aber sie sind nicht diejenigen, die das steuern. Und für die globale Sicherheit und für internationalen Terror, die Frage ist auch, wir wohnen jetzt in einem digitalen, globalen Zeitalter. Es geht nicht darum, dass Terroristen einen sicheren Ort, ein sicheres Land finden, wo sie dann ihre Trainingslager aufbauen. Was wird aus dieser Verzweiflung und aus diesem Versagen der NATO-Staaten in Afghanistan für die muslimische Welt und für Afghanistan, für 30 Millionen Afghanen, die große Mehrheit von denen, die unter 20 sind oder unter 25, sie werden jetzt mit einer Verzweiflung und einer verbitterten Erinnerung von, was westliche Intervention bedeutet und können Sie sich auf uns verlassen? Was heißt das, Demokratie? Was heißt das, Partner aus dem Westen zu haben, wenn ich immer noch in so einer Situation lebe? Und Terror ist das Kind der Verzweiflung. Wenn wir diesen Menschen nicht helfen können, eine sichere Zukunft aufzubauen, dann werden wir einfach immer mehr Terroristen produzieren, egal ob im Lande, in Afghanistan oder auch international, durch die sozialen Medien, durch die Propaganda, die eh schon rund um die Welt geht in diesen Kreisen für junge Menschen. Und die Radikalisierung von jungen Leuten, die jetzt zuschauen und jetzt über die kommenden Jahre sehen, was der Westen in Afghanistan gemacht hat und mit diesem Volk gemacht hat, das ist für mich vielleicht das Gefährlichste und auch das moralisch Unvertretbarste, was hier geschehen ist. Wenn ich da anknüpfen darf, um das noch zu ganz kurz, Herr Lüders, wir wollen jetzt mal kurz auf die Leute schauen, auf die Afghanen, die die vorrangigen Opfer der Taliban sein könnten. Viele Menschen sind ja vor den Kämpfen und den vorrückenden Taliban geflohen, aber vor allem die Frauen und Mädchen. Die sind es, die die Herrschaft der Islamisten fürchten müssen. Auch wenn die Taliban versprechen, zum Beispiel Mädchenschulen nicht mehr zu verbieten und Frauen mehr Rechte einzuräumen als in ihrer Herrschaft in den 90er Jahren. Die Angst bleibt.
Die Taliban kamen in die Moscheen und erzählten, dass sie Witwen und junge Frauen heiraten werden. Ihre Krieger werden 2 von 3 Töchtern jeder Familie heiraten. Wir bekamen Angst und sind geflohen. Die Taliban haben meinen Mann und meinen Sohn getötet. 4 meiner Kinder und ich sind vor den Kämpfen geflohen. Nichts ist uns geblieben. Unser Zuhause ist zerstört. Ich habe keine Angst vor ihnen. Wir werden nicht in die dunklen Zeiten zurückkehren. Ich bin eine Frau und kümmere mich um niemanden. Ich bin noch da. Wenn sie mich töten, wenn sie mich identifizieren, es ist mir egal. Bali, aus diesen Stimmen spricht teilweise die pure Verzweiflung, Angst um das Leben und das Überleben im neuen Afghanistan. Können Sie das nachvollziehen? Sie haben ja selber noch Familie und sicherlich auch Freunde in Afghanistan. Was sagen die? Was uns zu schaffen macht, wir haben Kollegen, viele Kollegen und Kolleginnen in Afghanistan, die für uns gearbeitet haben als Journalisten und ihre Familien. Und natürlich kann man diese Schmerz, diese Verzweiflung nachvollziehen. Wir haben ständig in Social Media Bilder und Berichte zu sehen, die einem wirklich sehr, sehr traurig machen. Eins würde ich gerne sagen, und zwar, dass die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung in ländlichen Gebieten wohnt. Diese Mehrheit wurden die Hilfsgelder und Aufbauprojekte weitgehend vorenthalten. Die Sicherheitslage und andere Faktoren haben auch dazu geführt, dass selbst die Aktivitäten ausländischer Medien noch weitgehend nur auf die Hauptstadt beschränkt waren. All das, was wir die Errungenschaften der letzten 20 Jahre bezeichnen, darunter auch Frauenrechte, diese haben nur in Großstädten oder in Hauptstadt Kabul gegeben. Aber Kabul ist nicht Afghanistan. 75% bis 80% von Afghanen und Afghaninnen, das ist sehr wichtig, auch die Frauen, auf Land leben. Und die Mehrheit der Afghanen hatte also von all dem gar nichts oder sehr wenig, unter anderem auch die Frauen. Zahlenmäßig gesehen lebt die absolute Mehrheit der Frauen in Afghanistan unter Verhältnissen wie vor 40 Jahren. Was diese Frauen mehr als alles andere benötigen, ist Frieden. Und damit ihre Männer, Söhne und Töchter nicht sterben. Und ich glaube, das Wichtigste jetzt überhaupt, wenn wir Frauen gut antun wollen, wenn wir Männern gut antun wollen, wenn wir Mädchen gut antun wollen, ist, dass gemeinsam überlegt wird, keine einseitige Schritte. Wie kann Frieden nach Afghanistan zurückkehren? Und das wäre das Beste für die Frauen in Afghanistan in erster Linie. Jessica, die Frauen in Afghanistan, was glauben Sie, was haben die wirklich zu befürchten? Was Wali sagt, Krieg. Und leider, genauso wie vor 25 Jahren, die Taliban sagt, wir kommen und wir beenden den Krieg. Unter uns gibt es zwar Scharia, aber vor allem Sicherheit. Und für viele Menschen, ob Mann oder Frau, wird das das Allerwichtigste sein. Allerdings, wo es nicht so einfach ist, das zu betonen, dass in ländlichen Gebieten ist das alles, sieht das alles anders aus. Und die Frauen brauchen erstmal die Ruhe. Die Tatsache ist gleichzeitig auch, die Städte in Afghanistan, sowie auch sonst wo auf der Welt, Großstädte bringen die Kultur im Land voran. Ja, was in Kabul anfängt, kommt dann nach und nach raus, wenn es die Umstände gibt, dies zu ermöglichen. Und die Tatsache, dass es jetzt inzwischen in Kabul und in anderen Großstädten normal war, für junge Frauen berufstätig zu sein und Seite an Seite mit Männern berufstätig zu sein und in öffentlichen Verkehren unterwegs zu sein, zu studieren, das war normal. Das ist normal geworden. Für eine ganze Generation, 1,5 Generationen sogar von Afghanen, sind mit dieser Normalität in den städtischen Gebieten zumindest aufgewachsen. Und wenn es Frieden gegeben hätte, mit einer demokratischen oder halbdemokratischen, scheindemokratischen afghanischen Regierung, dann hätte mit der Zeit diese Entwicklung sich auch nach und nach breiter durch die Bevölkerung ausziehen können, auch Generation für Generation. Das war eigentlich immer das Ziel. Aber und damit, jetzt, damit genau. Ist jetzt Schluss, Herr Lüders. Genau.
Ja, also ich finde, was Herr Azakzai und was Frau Berlin gesagt haben, das sind wirklich so die Core Elements, das Wesentliche, das Zentrale. Und man kann es nicht genügend betonen. Es betrifft ja nicht nur Afghanistan, dass dort Millionen von Menschen in Perspektivlosigkeit hinterlassen werden als Ergebnis einer fehlgeleiteten militärischen Intervention westlicher Staaten. Das muss man klar und deutlich sagen. Es betrifft ja auch andere Länder in der Region. Es betrifft den Irak. Es betrifft Syrien, wo man versucht hat, Bashar al-Assad zu stürzen. Das ist nicht gelungen. In Libyen ist es gelungen. Im Jemen, auch dort sind die Amerikaner an dem saudisch geführten Krieg beteiligt. Man sollte doch einmal die Frage stellen, was kaum geschieht, weder in der Politik noch in Medien, wie sinnvoll, wir tun das jetzt, wir stellen die Frage hier, wie sinnvoll sind denn solche Militärinterventionen? Glaubt denn wirklich irgendjemand, dass man damit Frieden herbeiführt, Sicherheit, den Terror bekämpft? Es ist doch genauso, wie Sie gesagt haben, Frau Berlin, wenn Millionen von Menschen keine Perspektive haben, nichts mehr zu verlieren haben, natürlich wenden sie dann Gewalt an, sie haben noch nichts mehr zu verlieren. Das begreifen wir aber nicht. Wir glauben, durch Gewalt und noch mehr Gewalt, Expedierung von Truppen, irgendwie eine politische Lage zu schaffen, die uns nützt, mit Hilfe von irgendwelchen Marionettenregimen, aber doch nicht der großen Mehrheit der Bevölkerung. Der Militäreinsatz in Mali wird genauso enden wie der in Afghanistan. Irgendwann werden die Deutschen abziehen, die Franzosen auch. Man müsste darüber eine breite Debatte führen. Es reicht nicht, nur die Frage zu stellen, wie wir jetzt vielfach gelesen haben, ja, aber die afghanische Regierung, sie hat versagt und so weiter. Ja, natürlich hat sie versagt, aber ich kann auch nicht als Strippenzieher meine eigenen Marionetten dafür verantwortlich machen, dass sie nicht in meinem Sinne gehandelt haben oder dass sie unfähig waren, das zu tun, was ich gerne gehabt hätte. Wir projizieren zu viel in solche Gesellschaften hinein. Wir wollen sie transformieren. Übersehen aber die Lebensperspektiven von Millionen von Menschen, die wirklich in der arabisch-islamischen Welt, wenn sie den Begriff Westen hören und mit den Werten des Westens konfrontiert werden, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, das große Thema jetzt. Ja, aber wenn ich im Irak lebe, in Afghanistan lebe, was habe ich denn von diesen Werten? Wir sehen ja, dass Afghanen, die versuchen, auf den Flugplatz zu kommen von Kabul, um sich in den Westen ausfliegen zu lassen, kaum eine Chance haben, mitgenommen zu werden. Mehrere deutsche Staaten, mehrere europäische Staaten haben gesagt, darunter Dänemark und Österreich, wir nehmen überhaupt keine Flüchtlinge auf. Also ich würde mal sagen, bescheidener werden. Bestimmt noch aufgearbeitet werden, weil wir haben hier in Deutschland auch einen Riesenskandal mit den Ortskräften, die halt nicht die Chance hatten, wieder nach Deutschland ausgeflogen zu werden. Jedenfalls bisher noch nicht. Aber wenn wir zurückschauen auf den Afghanistan-Einsatz, Jessica, können Sie sagen, dass noch mal in der Zukunft irgendwann ein Krieg geführt wird, um Regime Change und Demokratisierung voranzubringen? Hier ist er eindeutig gescheitert, der Versuch. Ja, und es wird auch dabei bleiben. Wir werden nicht wieder Krieg führen, um die Taliban ein zweites Mal rauszuschmeißen. Das ist unvorstellbar. Ich glaube, was wir gerade machen müssen, genauso wie Herr Luders gesagt haben, ist uns selbst fragen, was war das Ziel überhaupt in Afghanistan oder im Irak? Warum sind die Amerikaner, aber wir als NATO-Partnerländer auch mit? Wir tragen auch die Verantwortung mit. Zum Ende kommen. Sie hören die Musik. Das, meine Damen und Herren, war Auf den Punkt. Vielen Dank an Sie hier im Studio für die interessante Diskussion. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Bis hoffentlich bald. Tschüss und auf Wiedersehen.